Okay, heute ist das große finale Testessen. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Es liegt einfach nur an euch. Ich wünsche euch wirklich viel Glück. Zeigt, dass das jetzt euer neues Leben ist. Ja? Los geht's. Die neue Speisekarte steht. Jetzt heißt es ran an den Herd. Als Vorspeise serviert das Balkanspatzel den Testessern heute Großmutters Hühnersuppe mit Einlage. Zur Hauptspeise gibt es Sarma, Krautwickel und als Dessert Vanilleeis mit frisch marinierten Himbeeren. Und als wäre das nicht schon ein Traum, hat Bauleiter Willi auch noch etwas zu vermelden. Willi. Na, Chefs? Wenn du kommst, ne, gibt's immer eine schlechte oder eine beschissene Nachricht? Nehmen wir die beschissene, Schilder sind gerade. Oh, mega, komm, ja. Gucken wir's an. Neben dem neuen Namen gibt es auch ein neues Logo für das Balkanspatzel. Ah, da sehe ich schon eins. Und da auch. Super. Ja, 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 ja. Und, was sagt er? Respekt. Gut, Willi. Ja. Das und, Logo ist der Hammer. Und so gut wie die Schilder aussehen, so gut musst du jetzt auch kochen. Frank Rosin hat bei einem Gastroverleih Geschirr bestellt. Eine gute Alternative für künftige Veranstaltungen. So kann Sascha den Gastraum stilvoll und dennoch preisgünstig eindecken. Heute hilft Ramona im Service. Komm. Moin, Helmut. Alles klar. Die ersten Gäste im neu designten Balkanspatzel, Doris und Drago. Die große Frage, gefällt es ihnen? Oh, deine Eltern sind da. Ah. Helmut, machst du weiter? Ja, mach hin, geh schnell raus. Na, uns aufklingt schon mal. Guck mal. Nee, da. Schön. Doch, ich muss sagen, gefällt mir sehr gut. Ich hab furchtbar Angst gehabt. Aber jetzt, wo ich sehe, habt schöne Farben reinbracht, bin ich begeistert. Sascha, was sagst du? Also, ich bin total begeistert. Jetzt schaut es richtig aus wie ein Restaurant. Es ist ein super System drin. Man sieht, das passt zusammen. Super, klasse. Der alte Gastraum war geprägt von einem wilden Deko-Mix und einer billigen Inneneinrichtung. Jetzt strahlt der Raum eine einladende und gemütliche Atmosphäre aus. Wohnzimmergardinen und hässliche Polster gehören der Vergangenheit an. Das neue Farbkonzept blau-weiß mit gemütlichen Holzmöbeln. Auch der Barbereich ist jetzt heller und einladender. Ich war sehr nervös, ich habe ein bisschen Angst gehabt, aber habe dann das Lokal betreten und bin also wirklich begeistert, gefällt mir gut. Die Farben mit dem Weiß zusammengestellt sind also toll. Bin begeistert, Angst war umsonst. Neues Balkanspatzel, neuer Gastgeber. So? Oh! Ulla! Hilfe! Ja? Du bist ein ganz anderer Mensch. Ja, gell? Ohne Brille jetzt? Ohne Brille. Frisch gestylt. Ja, aber mega. Sieht da nicht gut aus? Was denn? Fast so gut wie. Wie ein richtiger Gastronom und Geschäftsmann. Ja. Können wir jetzt loslegen? Auf geht's. Starten wir jetzt die Rakete in die Zukunft? Los. Gut. Die Gäste zum entscheidenden zweiten Testessen sind da und werden diesmal professionell vom Team des Balkanspatzel begrüßt. Auch Servicekraft Dragan ist bereit. Abend. Die neu gestalteten Gasträume kommen bei den Testessern schon mal gut an. Es ist jetzt auch diese Brauntöne einfach gemütlicher. Viel freundlicher, heller, heller, nicht mehr so drückend. Der Tisch ist einladender. Frische Blumen auf dem Tisch, das macht einfach auch unheimlich viel aus. Mir gefällt es heute sehr gut. Es ist viel heller, viel ansprechender, schöne Tischdeko. Auch die Tische, die ganze Einrichtung fällt mir jetzt viel besser als vorher. Doch, ist ansprechend. In der Küche laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Doch bevor der erste Gang rausgehen kann, muss auch Chef Sascha seine Gäste begrüßen. Dabei gehört das Reden vor vielen Leuten nicht gerade zu seiner Lieblingsbeschäftigung. Ach Jungs, wie schaut's aus? Können wir loslegen? Gut, wir kommen jetzt nach vorne. Ja? So, hallo, guten Abend. Wir haben
ein bisschen was umgestellt, wie Sie sehen. Wir haben jetzt einfach einen Mix aus Balkan und Bayerisch zusammengeführt, wie es auch eigentlich bei uns in der Familie ist. Der Balkan und der Bayer haben sich vereinigt. Dabei bin ich entstanden. Ja, ich würde Ihnen gerne den Menüplan einfach mal hinlegen. Schauen Sie sich durch und wir würden dann gerne einfach anfangen, Sie heute Abend köstlich zu bewirten. Ciao. Der 31-Jährige findet die richtigen Worte. Die Stimmung ist gelöst. Ich finde die Karte sehr schön und von den Speisen her ist es abwechslungsreich. Man sieht schon Kroatien, Bayerisch, hört sie lecker an. Okay, du warst gut. Danke. Du warst sehr gut. Und deine Eltern waren stolz auf dich. So, also. Jetzt gilt es. Die Vorspeise kommt auf den Teller. Großmutters Hühnersuppe mit frischem Gemüse und Nudeleinlage. Wie wird der aufgepeppte Klassiker bei den Testessern ankommen? Schmeckt alles sehr frisch. Das Gemüse, denke ich, ist frisch. Die Karotten haben einen Biss, also ist super. Schmeckt sehr gut. Ja. Sehr lecker. Wie bei Mami zu Hause. Die alte Vorspeise, geschmacklose Suppe, lieblos zubereitet. Das neue Rezept, ein frischer Genuss. Die Krautwickel für den Hauptgang sind gewickelt und die Soße abgeschmeckt. Der Gang kann angerichtet werden und verlässt pünktlich die Küche. Die Abläufe funktionieren reibungslos. Aber kann die kroatisch-bayerische Neukreation auch bei den Gästen punkten? Es ist so ein Misch und es passt also hervorragend zusammen. Also die Soße ist eher so balkanmäßig, erst so herzhaft pikant oder so gewürzintensiv. Und die Sauerkrautwickel halt so etwas Bayerisches. Ja, und schmeckt sehr, sehr gut. Die alten, lieblosen Hauptgänge sind von der Speisekarte gestrichen. Die neuen Gerichte sind ein gelungener Mix aus bayerischer Hausmannskost und würzigem Balkanfeuer. Dessert. Los geht's. Himbeersoße, Eis raus, Sahne. Himbeer müssen wir Soße erst machen. Warte mal. Haben wir keine Himbeersoße? Nee. Komm her, komm her, komm her, du Schisser. Der haut ab. Ja, der haut ab. Warum haben wir keine Himbeersoße? Ja, wir wussten ja, wie es geht. Ja, aber Haselein, du weißt doch, pass auf, du hast die Menükarte geschrieben. Ja. Du weißt, dass es Himbeersoße gibt. Ja. Dann geben wir jetzt Gas. Ja. Topf, Feuer, Zucker, karamellisieren. Bis jetzt lief alles gut, aber beim Dessert kommt Saschas Trägheit wieder durch. Frank Rosin macht ihm Feuer unterm Hintern. Leider erwischt es auch seinen Arm. Shit, was ist denn hier los, Alter? Der Arm ist epiliert. Oh, Luigi Flambé ist auch mein Spitzname. Hallo? Ist da Batzenhofener Kurier? Todesanzeige will ich aufgeben. Bei allem Spaß, jetzt müssen sich die Jungs noch einmal konzentrieren. Das Dessert muss angerichtet werden. Und dieses Mal kommen die Himbeeren apart. Der Chef höchstpersönlich gibt der Nachspeise den letzten Kick. Das ist gut. Ja. Kann ich schon mal eine Portion? Im Gegensatz zu letzter Woche ist das ja, eigentlich ein ganz anderes Gericht, obwohl es die gleichen Zutaten sind. Ganz toll angerichtet. Die Himbeeren, ganz tolle Idee, das hier am Tisch anzurichten und mit der Marinade noch zu übergießen. Also wirklich ganz hervorragend die Nachspeise. Beim letzten Testessen war das Dessert lieblos zusammengeschüttet. Nun wurde das alte Rezept neu kreiert. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Bewertung Runde 2. Schön, dass ihr zum finalen Testessen noch mal erschienen seid. Nach dem besonderen Abend letzte Mal. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr da seid. Es geht jetzt wieder los. Ihr müsst, dürft und solltet jetzt wieder den Abend bewerten. Die Testesser beurteilen die drei Gänge sowie Service und Ambiente. Dabei ist 0 die schlechteste und 10 die beste Punktzahl. Für Sascha und seine Eltern geht es jetzt um alles oder nichts.
Kommt das neue Balkanspatzel bei den Gästen an? Bin ja gespannt. Ja, bin ja gespannt, wie die abstimmen diesmal. Es geht. Aber trotzdem. Hat schon dann jetzt also so Stimmung draußen? Ist ja gut. Ja. Laden tut's zumindest. Die Anspannung steigt bei der gesamten Crew. Denn das Ergebnis entscheidet über die Zukunft des Balkanspatzels. Ja, ihr Lieben, nun ist es soweit. Familienbetrieb. Eine ganz schwierige Angelegenheit. Meistens sehr emotional. Man kann sich nicht wirklich richtig aufstellen. Man ist sich nicht einig. Jeder redet dem anderen ins Mundwerk, ja. Und genau so ist es auch gewesen. Kommen wir zum Ergebnis. Beim ersten Testessen habt ihr von möglichen 50 Punkten gerade mal 19 bekommen. 19. Und wenn ich jetzt sehe, was das jetzt hier ist, habe ich keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Keine Ahnung. Das ist mir jetzt echt ein Rätsel hier. Und das macht mich fertig. Hat es am Ende doch nicht gereicht? Waren alle Bemühungen umsonst? Von 50 möglichen Punkten habt ihr heute nämlich 45 erreicht. Mega! Das Team kann es kaum fassen. Ein sagenhaftes Ergebnis. Noch vor ein paar Tagen stand das Balkanspatzel kurz vor dem Aus. Sascha war unmotiviert und frustriert. Die Eltern pleite und die Küche eine Katastrophe. Das Team vom Balkanspatzel hat es in jeder Kategorie auf sagenhafte 9 Punkte geschafft und so die Endpunktzahl mehr als verdoppelt. Das ist Wahnsinn, was eigentlich in uns steckt. So wollen wir weitermachen und hoffen jetzt einfach, dass die Zukunft auch uns den Erfolg bringt. Was sagt der Papa? Ich stehe voll an die Seite von meinem Sohn. Ich bin da genauso. Ja. Bist du stolz? Bin ich sehr stolz. Und stellvertretend jetzt für uns alle, bevor wir dich schweren Herzens ziehen lassen. Wir haben dir zum Dank ein kleines Gedicht geschrieben. Mehr kann ich euch leider nicht Gutes tun. Und das Team meint, ich soll es dir vortragen. Würde jetzt gerne machen. Lieber Frank, ein junger Wirt mit Tatendrang, ob er wohl genug auch kann. Leider reichte es nicht aus für den großen Gaumenschmaus. Frank Rosin kam dann daher mit seinem Team. Man freut sich sehr. Wir danken dir von ganzem Herzen. Nahmst uns unsere Seelenschmerzen. Spendest Kraft und Zuversicht. Du lieber Frank, Gott schütze dich. Frank Rosin ist gerührt von so viel Herzlichkeit. Das Balkanspatzel war für den Sternekoch eine große Herausforderung. Lange war nicht klar, ob der Gasthof überhaupt zu retten ist. Aber mit viel Einsatz, Schweiß und Tränen ist es am Ende doch gelungen. Für Sascha war es der erste Schritt in die richtige Richtung. Er muss jetzt dranbleiben und sein Balkanspatzel zum Laufen bringen. Eine Kleinigkeit haben Frank Rosin und sein Bauleiter Willi allerdings noch zu erledigen. Ja. Ist das gerade? Ja, gut. Okay, los geht's. Reicht.